So, Hallöchen. Es ist mal wieder Zeit. Wenn ihr diese Sicht seht, wisst ihr meistens schon, worum es geht. Es geht um die Luches. Die hat mich vorhin erreicht. Was gibt es schon mal zum Äußeren zu sagen? Es ist ein neuer Karton. Stylischer als sonst auf jeden Fall. Mit so Space Invaders und alles ein bisschen schicker gemacht. Hier nochmal luches.de. Also echt schick gemacht. Ich würde sagen, wir halten uns nicht lange auf mit dem Äußeren. Wir gucken direkt mal rein. Okay, hier oben haben wir jetzt. Gucken, ob ich das rankriege hier. Da. Surprise. Happy Unboxing. Auf jeden Fall cool gemacht. Was sehen wir hier schon? Deswegen war die so gewölbt. Ist ja cool. Ein Darth Vader mit Weihnachtsmützchen. Original von Star Wars. Richtig cool irgendwie. Die ist so aus Leder oder sowas. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Gefällt mir schon mal gut. Ist schon mal das. Ah, hier ist das Booklet. Das gucken wir uns dann wie immer zum Schluss an. Was haben wir hier? Kommt, nee, ein Buch ist das. Okay. Ah, das ist ein Notizbuch. Das ist ja cool. Die Optik gefällt. Ich bin zwar jetzt kein großer Comicleser, aber Optik ist auf jeden Fall cool. Ist auch richtig, richtig dick, stabil. Kann man nicht meckern. Was haben wir noch? Ja, eine. Oh, was ist da? Ah, ein Loot-Chest. Sticker. Eine Schleckstange. Kennt man ja. Auf jeden Fall cool wegen Weihnachtsthema, bla bla bla. Was haben wir noch? Was ist das denn? Marvel Shampoo. Ne, Shampoo. Showergel, Face Mask, Shave Gel. Ist ja cool. Ist ja eine coole Geschenkidee. Eigentlich. Mit so einem wiederverschließbaren Beutel hier. So wie ich das sehe, oder? Das ist noch hier verschlossen, oder wie? Ach, hier ist. Ach, das ist wegen dem Ding. Ja, egal, lassen wir es halt zu. Sieht auf jeden Fall cool aus. Iron Man, Hulk, Captain America und Thor. Mir fällt wieder eine coole Idee. Und jetzt haben wir hier ein T-Shirt drin. Richtige Größe. Sieht irgendwie so klein aus. XL, ja. Ah, Michael J. Fox hier. Back in Future, wie heißt denn auf Deutsch? Zurück in die Zukunft. T-Shirt. Blau ist weiß nicht unbedingt so meine Farbe, aber auf jeden Fall cool. Was haben wir noch? Das sieht mir aus wie ein Sticker. Ist das ein Sticker? Ja, das ist ein Sticker. Das dürfte sogar der Waschbär sein von The Guardian of Galaxy, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich weiß keine Ahnung, wie das Vieh heißt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es aus wie ein Waschbär. Ich denke mal, es ist auch ein Waschbär. Was ist hier? Ach nee. Ist bloß aufgegangen und hier. Und Kram. Ach nein, das ist eine Postkarte von Star Trek. Worlds May Change Galaxy. James T. Kirk. Bin kein Star Trek-Fan. Von daher, okay, kann man haben. Aber auf jeden Fall cool. Jetzt packe ich mal schnell den Karton, der ist ja nun leer, zur Seite. Jetzt gucken wir uns mal das Booklet an. Komm schon. Das haben sie auch wieder schön gemacht. Dezember. Ich bin irgendwie nicht so ganz im Bild. Lootbook Dezember 2014, lootchess.de. Auf jeden Fall, also ich finde die Box ist richtig, richtig cool eigentlich. Also einige coole Sachen dabei. Hier wieder von bekannten YouTubern und sowas und Bloggern und so ein Kram. Der Comic ist ja cool. So extrem ist es bei mir nicht, aber
Und hier fängt dann das Zeug an. Marvel Notebook. 8 Euro. Ja, aber die Preise lässt sich immer streiten, aber mir wäre auch noch Spock möglich gewesen. Das sind ja halt unempfindliche Preisempfehlungen. Also von daher, natürlich gibt es das immer, weil ich immer Leute höre, das gibt es viel billiger im Internet. Ja, sicher gibt es das billiger. Ah, okay. Und die Darth Vader Puppe hier, das war das Plus in der Box. Rocket Beans, die sieht man jetzt auch überall. Alten Giga-Leute. Naja. Okay, ja. Ich würde sagen, das war's eigentlich schon. Ich will es jetzt nicht groß in der Länge ziehen, ich habe auch nicht viel Zeit. Deswegen mal so ein schnelles Unboxing. Aber war auf jeden Fall cool. Gefällt mir richtig gut. Die Box. Einige coole Sachen dabei. Und ja. Also ich freue mich auf die Loot Chest. In einem Monat ist wieder soweit. Ich würde sagen, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und ciao. Oder sowas. Das ist also richtig hochwertig, auch wenn das eigentlich unvorstellbar ist bei so einem Preis. Aber richtig cool auf jeden Fall. Dann hat mich was erreicht von Nate aus Nathan. Link ist in der Videobeschreibung.